So, herzlich willkommen bei WuDive TV. Heute, und das ist wieder, weil ich total zufällig, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser, ich bin zufälligerweise auf einen Artikel gestoßen, ukrainische Flugabwehrrakete trifft Wohnhaus in Kiew. Ja, man hört jetzt immer wieder solche Meldungen. Und ja, ich habe mir das Foto, was dazu geschickt wurde, mal etwas genauer angesehen und musste leider feststellen, dass das wieder mal erstunken und erlogen ist, was die Leute da schreiben. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal gemeinsam an und ihr entscheidet dann anschließend selber, ob das eine Fake-Nachricht war oder ist oder ob sie echt ist. Okay, so, dafür muss ich jetzt allerdings erstmal woanders hinhüpfen. So. Guck mal, die Kamera, so. Uiuiui, ich habe es wieder nicht drauf. So. Und dann gucken wir mal. Ah. Ich muss gerade mal gucken, ich habe jetzt wieder einen Hall drin. Moment. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Der kann nur hierher kommen. So, immer noch. Da ist er weg. So. Also, das ist die Meldung. Ukrainische Flugabwehrrakete vom Typ AIM-120C. Das ist eine amerikanische Flugabwehrrakete. Von einem norwegischen Flugabwehrsystem abgefeuert. Sie verfehlte ihr Ziel und schlug eben in dieses Wohnhaus ein. So. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich finde es natürlich nicht. Moment. Ich muss das hier angucken. So, da ist der Bericht. So, und dazu hat dann jemand hier dieses Bild gepostet. So. Können wir noch nicht so gut erkennen. Deshalb klicke ich hier mal rein. So. Und klicke da noch mal rein. Und dann sehen wir dieses Bild und ich kopiere dieses Bild jetzt mal so und dann gucken wir uns das Bild mal etwas genauer an. So, also hier ist das Bild und ich habe hier ein einfaches Bildverarbeitungsprogramm und damit vergrößere ich jetzt das Bild mal auf 400%. So. Und dann gehen wir mal hier oben und dann sehen wir, hier sind überall so Aufkleber drauf. No Lift. Also nicht anheben. Hier ist auch so ein Aufkleber. No Lift. Ja, der ist also rot eingekreist ist. Und dieser Teil, der jetzt da rot eingekreist ist, das soll jetzt quasi dieses Reststück sein, was wir hier jetzt sehen. So. Und was ihr hoffentlich auch seht, ist, dass hier, wo No Lift steht, wo das so rot eingekreist ist, dass es sich dabei um einen Aufkleber handelt. Ne? Also es ist so ein Aufkleber, den man da drauf geklebt hat, mit der Aufschrift No Lift. So.
Und wenn wir jetzt nochmal hier rüber gehen, dann sehen wir, dass von dem Aufkleber hier nichts mehr zu sehen ist. Aber die Schrift, die ist noch perfekt lesbar. Hier sind so ein paar Flecken drin, die hat man beim Retuschieren da irgendwie mit reingebastelt. Ja? So, aber dieses Lift, das ist also nachträglich einretuschiert worden. Auf dieses Fragment, dieses Metallfragment von irgendeiner Rakete, von irgendeinem Geschoss, keine Ahnung. Sieht man ja nicht so genau. So, wie macht man sowas? Ist eigentlich auch ganz einfach. Ich mache hier einfach mal einen Text rein. Dazu klicke ich einfach hier rein und schreibe jetzt mal Lift. So, jetzt sehen wir hier unten ganz groß Lift. Das Ganze mache ich auch noch ein bisschen dunkler. So. Oh ne, dazu muss ich die erst alle markieren. So, und jetzt mache ich da mal dunkler. So. Und jetzt nehme ich dieses Lift so und stelle das mal hier hin. So. Und damit das ein bisschen realistischer aussieht, drehe ich das noch mal ein bisschen. So. Und dann skaliere ich das auch noch ein bisschen, damit das ein bisschen kleiner wird. So. So. Und wenn ich das Ganze jetzt hier rüber schiebe, dann seht ihr, dass das genau die gleiche Schriftart ist, die derjenige auch noch benutzt hat. Also der hat also hier schön die Arial-Schriftart benutzt. So. Ich setze das jetzt mal dahin. Jetzt mache ich das hier mal so ein bisschen durchsichtiger. Ihr seht das, ich kann das hier ganz durchsichtig machen. So, ich mache das also mal so ein bisschen durchsichtiger. So. Und jetzt nehme ich hier oben mein Radiergummi und damit das realistischer aussieht, radiere ich jetzt hier mal von dem I ein bisschen weit weg. So, und hier von dem F radiere ich auch mal weit weg. So, sieht das schon super aus. So. Und das Ganze ist hier noch ein bisschen scharf. Das heißt, ich mache das Ganze auch noch ein bisschen unschärfer. So. Und dann müssen wir nur mal gucken. Ich würde sagen 0,9 und 0,9. Ach, es wird doch immer besser, meine. So, und was ich jetzt noch machen kann, ich könnte jetzt noch ein bisschen Dreck drauf malen oder sonst irgendwas. Aber ich zoome jetzt erstmal ein bisschen wieder raus. So, und was soll ich euch sagen? Das Bild ist doch super gefaked, oder? Also, ihr seht, auf dem Bild kann man gar nicht mehr erkennen, dass ich das da reingemalt habe, dass irgendeiner das da reingemalt hat. Und wie ihr gesehen habt, ist hier der Aufkleber drauf, der hier überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Also, was will ich damit sagen? Leute, seid einfach vorsichtig, wenn ihr solche Meldungen auf Twitter, auf Telegram, auf wo auch immer lest. Gerade Bilder lassen sich heute mit einfachen Bildbearbeitungsprogrammen super manipulieren. Und dass das hier nicht echt ist, das hat hoffentlich jedes Kind gesehen. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich gehe mal wieder an mein Moderationspult. So. Wieso gehst du nicht an dein Moderationspult?
Ach doch, so. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man solche Fake-Bilder erstellt und auch, woran man solche Fake-Bilder erkennt, wenn man denn dann die entsprechenden Werkzeuge auf seinem Computer hat. Also, liebe Leute, seid wachsam, wenn ihr irgendwas lest. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, tschüss.